Jo, Leute, euer Makamon mit der Jenny hier und wir spielen weiter Zelda. Zack. Wir sind hier bei den Ninjas stehen geblieben und wir werden die richtig wegninjern. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Da unten Da liegt so unten war ein einer. Fetter rum, ne? So ein krasser. Ich hab ne Idee. Oh, du kannst den ablenken damit. Kannst du mit der Dame nicht sprechen? Oh, hat er nicht gejuckt. Ist ein Ninja. Venti? Nein, gerade konntest. Gerade stand er doch sprechen. Da. Ey, Olle. Hallo? Ah. Was machst Was du machst hier? du hier? Okay. Das ist das Versteck der Banditen, die den Donnerhelm geraubt haben. Wenn sie dich entdecken, rufen sie Verstärkung. Dann ist alles aus. Oder ich töte die alle. Wir bräuchten irgendwas, um sie abzulenken. Vasen? Denn wenn sie nicht gerade Bananen essen, entgeht ihnen auf ihrer Patrouille nichts. Ja, hier ist es auf jeden Fall zu gefährlich für dich. Ich lasse mir schon irgendwas einfallen. Ne? Lauf okay. einfach weg, ja. Ja, heute hab ich's. Jo. Was hast du? Mit der Sprache. Ich weiß. Was muss ich denn hier machen? Bis wohin läuft der? Okay, anscheinend kann ich außen rum. Außer er sieht dich jetzt. Bitte nicht. Dreh dich um. Okay, er geht da rein. Okay. Komisch, warum fackelt der nicht alles an? Der kommt ja jetzt nicht hier zurück, oder? Nee. Nice. Okay, wohin jetzt? Keine Ahnung, weiß Was ich noch du nicht. Rechts oder links rum? Kann ich gehe links. Falsch. Ja. Hat er mich nicht gesehen? Er wird dich jetzt sehen. Was? Ich hab dich gelähmt. Scheiße. Ich verkackt, sorry. Und der Stab und alle Sachen gehen einfach an den kaputt. Na, dachtest du, du könntest. Zum Zorn der Jäger kommen. Scheiße. Jäger, ey. Ich konnte den auch nicht kaputt machen. Nee, ich glaube, die sind mit Absicht zu stark, damit du halt schleichen musst. So, neuer Versuch. Okay, wir müssen ja jetzt nicht nochmal mit ihr reden. Wir brauchen diesmal auch keine Vase. Nee, bis jetzt brauchen wir die ja echt nicht. Also diesmal rechts. Theoretisch können sie einfach geradeaus durchrennen, jetzt gleich. Oder willst du überhaupt nochmal sicher gehen? Ja, ne? Auf jeden Fall. Wir machen das jetzt einfach so, wenn wir nochmal versterben sollten, dann schneiden wir bis zu dem Punkt, wo wir schon mal waren. Ja, genau. Damit wir nicht alles von vorne, sondern wieder da weitermachen können, bis wo wir gekommen sind. Läuft der hier nicht wieder zurück? Gerade eigentlich schon, aber. Der hat wahrscheinlich eine gute KI. Mein Gott, das ist der nächste. Hier bräuchten wir die Vase. Die habe ich aber nicht mehr. Da oben glänzt was. Den Bogen spannen dagegen und dann fallen die Bananen runter. Dann kann ich auf die andere Seite, ne? Reicht es auch, wenn ich.
So, und jetzt dagegen schießen. Auf das X. Auf das X. Geht er nicht schneller? Oh. Oh mein Gott, hat er nicht gejuckt? Dann auf der anderen Seite von hier aus? Bro, da ist nichts. Wenn du eine Bombe zündest, ist doch klar, dass du hier bist. Guck mal. Ich trick's ihn aus. Du willst unbedingt zur Truhe. Ja, auf jeden Fall. Sucht er jetzt weiter nach mir? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab Angst, dass er weiter nach mir sucht. Ich glaube, der bleibt nee, jetzt stehen. Okay. Voll unauffällig, dieses Regenbogen Postleuchten. Halt, Moment. Ist die magnetisch, die Truhe? Nein, leider nicht. Okay. Ich muss halt... Hat er die Bombe weggetan? Ja. Der hat sich da kurz hingebückt. Scheiße, ich weiß nicht, ob das... Headshot. Nee. Oh, gut gemacht. Na. Verarscht. Ich bin der Bombenmeister. Tut mir leid, dass ich so still bin, aber... Ja, es ist voll Concentration gerade. Bist du hier hin? Ich weiß es nicht. Versuch mal erstmal Vorsicht. Die Leiter hoch, vielleicht kommst du dann oben hin und kannst dich von oben beobachten. Durchaus möglich. Oder speicher einmal zwischen. Jo, stimmt. Das ist schlau. Ja, ne? Oh, das ist nicht möglich. Das sieht irgendwie schwer aus, ja alles. Ihr Penner. Das ist gemein. Aber wenn wir jetzt verkacken, dann fangen wir wieder von vorne an. Oder nicht? Ja, ich glaube schon. Na gut, wir sehen jetzt alles von oben. Einer. Zwei. Oh mein Gott. Banan! Das ist doch bestimmt eine Falle, oder? Egal. Alle mitnehmen. Heftig. Aber dann kommt gleich bestimmt jemand die Bananen holen. Ich glaube, du kannst die Bananen werfen. Meinst du? Ja, deswegen hat die eine Olle doch auch so extra betont, wenn sie nicht gerade Schwertbananen essen. Ja, wahrscheinlich kann man die werfen. Guck mal, vielleicht kann ich die hier ausrüsten. Tasche. Ups. Nein, nicht fernbleiben. So. Tasche. Schwertbanane. Da. Also sie würde dich stärker machen, wenn du die kochen würdest. Aber wo willst du jetzt hier Bananen kochen? Das sieht hier ganz schön fett aus. Guck mal, du kannst über die Dächer halt klettern. Hast du es gesehen? Da. Da liegen auch Bananen. Aber wie komme ich da hin? Das weiß ich nicht. Hier ist kein Eingang. Ich weiß nicht, ob ich rennen. Oh nein. Ob ich rennen kann, ohne dass die. Lieber nicht. Hier ist offen. Da kannst du drauf, aber. Oh. Och du Scheiße. Das macht mir Angst. Da sind überall Edelsteine drin. Oh, das ist doch. Oh mein Gott. Leute, was soll ich machen? Warte, wir gucken mal. Eins. Zwei. Soll ich da die Leiter hoch? In jeder Ecke ist einer. Ich weiß aber nicht, wohin ich muss halt. Oder muss ich da hinten hin? Ich schätze mal, du musst da hinten in die Ecke, weil der Typ bewegt sich nicht. Der bleibt, glaube ich, nur vor dem Eingang stehen. Ich
glaube, ich muss hier. Die Treppe meinst du? Die Leiter hoch. Oder. Ich lauf mal mit ihm. Ja, wo läuft er hin? Kreuz halt. Nehm. Guck auf nehm. Nein. Der will mich verarschen. Hab ich ihn? Wo ist der? Da. Ich weiß, da war noch ein Edelstein in der Ecke, aber ich trau mich nicht. Kann ich hier hinter? Bin ich hier safe? Ich glaube, ich bin hier safe. Oder? Ja. Hier ist man sicher. Kann ich mich unter so einen Eimer stellen? Das so wie so ein Fass. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich die Leiter hochkletter, sieht er mich dann? Weiß ich nicht. Kann sein. Hätte schief gehen können. Mhm. Oh oh. Oh ja, jetzt hast du auch die Akku von dem. Ja. Kann ich das explodieren lassen und die gehen dahin? Mhm. Geh doch. Link. Du kannst dich ducken. Oh Gott. Oh, der ist da nicht hochgegangen. Ja, du weil ich geduckt ducken. War, ja. Ja. Boah. Okay, aber die sind echt dumm. War echt dumme Ninjas. Oh, mein Herz. Da müssen wir hin. Da müssen wir runter? Ja, sonst wird der Eingang noch nicht so bewacht werden, oder? Ja. Nicht ein eindeutiges Zeichen eigentlich? Allen schon, das sind Bananen. Ja gut, wir haben 23. Frage ist wie lenken wir den ab? Alle drei. Hm. Ist der auch abgelenkt? Ja. Aber ich kann da glaube ich nicht runter, oder? Lass mal zünden. Ja, toll, die bleibt liegen. Ja, die andere hat die nicht gejuckt. Aber das Problem ist, der ist halt dann abgelenkt, aber. Ich meine, hier oben sehen die mich ja nicht, ne? Nee. Anscheinend nicht. Hat denen das nicht interessiert? Nee. Vielleicht erst, wenn du dich zündest? Auch nicht, ja. Du Arsch. Ja, dann mach doch mal Bogen. Nein, das interessiert die alle nicht. Guck mal. Ich versuch's mal. Das hat geklappt. Was? Krasse Ninjas, so vorsichtig. Heftige Ninjas. Mhm. Okay, das ist eindeutig eine Falle. Kommt ihr hier hin jetzt? Nee, aber guck dich mal um. In dem Raum hier ist auf einmal niemand mehr. Nur eine fette Truhe. Die werde ich auf keinen Fall öffnen halt. Kannst du sonst irgendwo hin? Nicht, dass ich wüsste. Oh. Ich habe aber auch Angst vor denen hier. Vor den ganzen Frischen, ne? Und den Truhen und den Truhen im Sand. Und ich dachte halt, da ist eine Echse oder so drin. Oder wir müssen ja gar nicht hin.
Aber wo hätten wir sonst hingehen können? Ich glaube, wir müssen echt... Oder wir müssen die Truhe öffnen. Ja, und es kann halt sein auch, dass da das Ding drin ist. Ja. Dass sie das da drin... Und dann ist die Challenge, dass wir... Klar, hört doch keiner von denen. Bloß nicht zu viel Lärm machen. Ja, und die Challenge ist dann da, irgendwie wieder heil rauszukommen. Da ist noch einer gewesen. Ah, hast du es gesehen? Nein. Jo, warte. Rhodonit. Mach mal nochmal Magnet. Und guck mal hinter dich an die Wand. Ist dann noch ein Traum. Was, ja. Da. Ja, deswegen haben die hier die Truhen reingetan, damit man den Magnet aktivieren muss und man sieht, dass man da weg kann. Jupp, ja. Nice. Dann mach dir das am besten erstmal auf, bevor du die Truhe aufmachst, oder? Du willst schon mal ein Safe. Aha. Ausweg haben. Und? Ach, nein. Oh Mann. Okay, wir sind aber wohl noch nicht safe. Ich dachte, jetzt kommt Alarm. So, und wir sind tot. Wir müssen hier super schnell wegrennen. Ja, dachte ich. Ihr Penner. Ist die hier irgendwo noch? Nein, wir müssen wahrscheinlich noch weiter. Ich will nicht mehr. Oder wir haben jetzt hier einen Kampf. Oh, oh. Ich glaube... Kampf. Hey. Ich glaube, die lesen selber. Ja. Wer bist du? Und was machst du an meinem Schlafplatz? Was trägst du denn da am Gürtel? Ist das etwa der Shika-Stein? Wenn du den Shika-Stein hast, das bedeutet ja, du bist Link. Der, nachdem wir die ganze Zeit gesucht haben. Hohoho. Was für ein Glück. Der Typ, den wir suchen, verirrt sich ganz von allein in unserem Versteck. Ja, ganz schön dumm. Oh, wo sind meine Manieren? Ich sollte dir erst einmal meinen überaus wohlklingenden Namen verraten. Ja, Meister, der Jäger. Der Starke, der Prächtige, der Unübertreffliche. Koga. Ah, okay. Der dich jetzt umbringen wird. Das ist irgendwie fies. Voll gemein. Fick mich nicht. Kann ich. Ist das magnetisch, das Ding vielleicht? Ich weiß es nicht. Nein, das ist nicht, aber ich kann es stehen lassen. Ja. Stasis. Stasis-Modul. Also ich glaube, das ist ja der Trick dabei. Oder? Nee, kann ich nicht. Fuck. Bomben. Ah! Oh, guck mal, das leider fett. Entschuldigung. Du Lutscher. Okay, ich nehme mein Elektroschwert. Oder kann ich den mit dem Boomerang? Nein. Weiß ich nicht. Scheiße. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Komm mal. Ha! Haha, der Boomerang. Ich liebe voll Boomerang. Der Meister, okay, jetzt geht's los wahrscheinlich. Jetzt geht's los. Oh, das ist sauer. Der kann fliegen, kranker Typ. Gora. Scheiße, jetzt hat er zwei. Jetzt wird er sich stark, ne? Ja, mit zwei Bällen und auf einmal ist er der größte
Warte, lass mich erstmal. Vielleicht kann ich das jetzt machen. Nein. Nee. Oha, voll der krasse Krieg. Heftig. Komm her. Was denn? Ach, scheiße. Nimm doch vielleicht einen anderen Pfeil. So einen Bombenpfeil, Feuerpfeil. Ich kann einfach den Bumerang werfen. Was ist denn da unten drin? Ein Loch. Ein Loch. Nein, das kann ja nicht. Komm. Was ist los? Ja. Ja. Aber das kann es ja nicht sein eigentlich. Eigentlich muss ich den wahrscheinlich mit. Wo sind denn Pfeile? Gibt's keinen. Ach so, der macht doch erstmal. Der macht den einen nach oben. Und dann musst du den wahrscheinlich abtreffen. Kann sein. Macht er den über seinen Kopf? Ich glaube schon, dann lässt du erst an der Seite. Ich warte mal. Da, siehst du? Ah, okay. Ich hab den nicht so lange warten lassen. Nein! Okay, warte. Der Bumerang zerbricht gleich. Der ist jetzt echt nicht so krass, der Typ, bis jetzt. Nee. Warte. Was? Oh, hat er jetzt noch einen. Nehmt euch jetzt 3 oder 4, der Kleine? Oder? Oh! Ja, cool, ne? Mhm. Nein, dann lass mal runter. Oder der verarscht mich jetzt. Und der lässt das Schutzschild gar nicht mehr runter. Scheiße. Verfolgt es mich? Kann ich den jetzt? Der ist doch magnetisch. Ah. Kräfte messen. Wer ist stärker, mein Magnet? Oder er? Zack. Oh. Ah, verdammt. Scheiße. Voll verkackt. Ja, komm. Bäm. Komm mal her. Mach den gleichen Scheiß jetzt nochmal. Double, ne? Ja, so. Oh. Scheiße, warum ist er nicht... Ich glaube, du hast ihn außersehen gezogen, weil du das... Das ist echt nicht so heftig gewesen. Der war echt nicht so geil, der Gegner. Da ist doch jeder Random-Gegner besser. Ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde. Und dann auch noch durch deine Hand. Meine Linke. Das ist zum Aus. Der Haut. Ah, fahren. Aus der Haut fahren. Linke Hand. Ganz ruhig bleiben. Der heißt Link. Okay. Das darf noch nicht das Ende sein. Es muss irgendeinen Weg geben. Oh nö. Ja, jetzt sucht er seine Freunde. Ich hab's. Mach doch weiter. Guck mal, wie ein Fettisch war. Jetzt hast du es geschafft, ich mache ernst. Meine über Generationen vererbte Geheimtechnik macht dir den gar aus. War schön mit dir. Cheerio, Motherfucker. Jetzt kommt. Ja, los, zeig's mir. Ja. Cool. Noch die Kira-Eier? Haha, vielleicht etwas groß geraten, ich sehe ihn gar nicht mehr. Ach egal, das war's, jetzt bist du endgültig Geschichte. Diese Geheimtechnik, nur ein Meister kann sie beherrschen. Die ultimative... Nein! Du Feigling, man wird sich an mich erinnern. Die Jäger werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Hast du das gehört? Den Glockenschlag? Oh, cool, ja. Dankeschön. Okay, das fand ich jetzt echt witzig. Aber das war halt nicht schwer, das ist das Problem. Ey, ganz ehrlich, da finde ich die. Die ganzen Gegner überall besser. Schlimmer. Aber ich dachte, Ich kann das läuten lassen. Schwertbanane. Donnerhelm! Ja! Das heilige Erbe des Gerudo-Stammes, das du von den Jäger zurückerbordet hast, soll den Blitzen Naboris widerstehen können. Halte
ihn in Ehren, bis du ihn Rio zurückgibst. Ja. Ja, dann zieh ihn nochmal direkt an. Hatte ich vor. Wie kann man ihn besser in Ehren halten als... Ach, kannst du, glaube ich, das war bei den Sternchen. Och, Mann. Ich will da runterfliegen. Aber ich glaube, das wollte ich nicht. Speicher. Und flieg runter. Ja. Und dann einfach mal testen. Nee. Okay, geht nicht. Okay, das war ein schneller Test. Ja, dann würde ich sagen, willst du jetzt hier durch zurückgehen oder möchtest du... Obwohl. Das pinke Ding, ist das dann der Turm, den wir markiert haben? Nee, ne? Nee. Aber der Turm ist da auf jeden Fall irgendwo. Ja, wir können ja hier hoch und dann gucken, wo, wie weit der weg ist. Ich glaube, das ist die Folge, wo ich am wenigsten geredet habe, einfach weil ich mich konzentrieren wollte. Ja. Link ist kalt. Oder schon. Ich hab schon alles an. Link, es tut mir leid. Ah, der kriegt schon Schaden, ey. Was der immer für eine Memme ist. Krasse Heulsuse. Truhe. Die kriegst du dann noch wohl auf. Das ist so eine Heulsoße, ne? Dankeschön. 5 Holzpfeile, lächerlich. Okay. Da werde ich zur Heulsoße. So. Okay, ich heile mich mal, weil eigentlich will ich... Irgendwann hatte ich doch bestimmt Hitzeschutz, oder habe ich Hitzeschutz schon irgendwann gegessen? Da. Wo? Nein, nein, nein. Da. Nicht Hitzeschutz, das. Ja. Nom, 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 nom. Ja, da freut er sich. Ja, siehst du, jetzt geht's ihm super. Guck mal, wie weit das Ding weg ist da unten. Also bei der Temperatur. Ach so, ja. Krass, not bad. Oh, kleine Eisbären. Süß, ne? Ja, sehr süß. Ja, süß, total. Krass. Süße Viecher. Was ist los mit euch? Chillt mal. Ich habe euch nie was getan. Lass mich doch rausstehen, Mann! Mann, Johnny! Echse. Ja, wir sollten hier, glaube ich, gar nicht lang. Oh, da ist ein riesiger Hirsch. Hilf uns! Oh, shit. Hilf uns, Elch. Wildbären! Nein, dann schluckst du den Hirsch. Ist mir egal. Nein! Ich will doch nur irgendwo hoch. Wo zur Hölle sind wir? Ich weiß es nicht. Wir sind gleich einfach auf dem Berg. Drachi! Drachi! Oh mein Gott, wo sind wir? Hilft der Drache uns? Drache, bitte! Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein. Können wir fliegen? Mama! Ich will doch nur zum Turm. Ja, guck nicht mal um, wo der vielleicht ist. Siehst du den? Ja, versuche ich. Hinter dir? Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns am Turm. Tschüss. Tschüss. Oder warte mal. Nein, sehen wir nicht. Wir machen gleich Schluss. Aber vielleicht sieht das hier interessant aus, ja. Warte, nein, da unten sind wir doch reingegangen. Ja. Dann bis zum Turm. Tschüss. Gut, bis gleich. Tschüss.